Oder was siehst du für Trends, die da eventuell kommen, wo ja die Reise hingeht für die Filmemacherbranche? Also erstmal rosige Zeiten. Das hört, glaube ich, jeder gerne, aber rosigste Zeiten. Ja, Dirk, also herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Dirk Kräuter, es hat funktioniert. Dirk sitzt heute in Dubai. Deswegen haben wir ein bisschen Zeitverzögerung, aber ich denke mal, das macht nichts. Und ich würde direkt anfangen. Und zwar, Dirk, wenn dich jemand auf der Straße trifft, der dich nicht kennt und sagt, sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich bringe anderen bei, wie sie richtig erfolgreich verkaufen. Und verkaufen tut jeder von uns. Sobald du mit anderen Menschen kommunizierst, verkaufst du dich, deine Ideen, deine Meinung und andere eben auch ihre Produkte und Dienstleistungen. So, das mache ich. Sehr cool. Wie bist du denn auf, also bei mir geht es ums Thema Video, bist du denn überhaupt auf Videos gekommen? Also ich bin seit 29 Jahren Trainer und Redner. Und natürlich guckst du, wie kannst du auch Geld verdienen. Und Geld verdienen ist ja nicht nur auf der Bühne stehen und dein Lied singen, sondern es gibt halt Menschen, die würden sich das gerne auch auf dem Sofa anschauen, auf ihrem Fernseher. Und wir haben die erste DVD veröffentlicht 2005. 2005 Auftragspipeline Internet war meine erste kommerzielle DVD, die wir verkauft haben. Ich glaube, damals für 100 Euro. Da ging das los. Dann parallel dazu, ich glaube 2008, ein YouTube-Kanal, der aber nie richtig gepflegt wurde, bis vor 3 Jahren. Und jetzt mittlerweile gibt es einen riesigen Bedarf an Bewegtbild auf allen Social-Media-Kanälen. Das heißt, immer dann, wenn es was Spannendes gibt in meinem Leben, also zum Beispiel letzten Donnerstag, hatte ich einen Vortrag auf der Contra-Konferenz in Düsseldorf zum Thema Online-Marketing. Und danach bin ich dann nach Köln gefahren und war auf dem GmbH-Geschäftsführertag und hatte dann anschließend dort den Abschlussvortrag, die Keynote zum Thema Systemvertrieb, wie man ein System aufbaut und den Erfolg vom Zufall befreit. So, und dann habe ich natürlich einen Filmer dabei. Der Filmer filmt jetzt nicht nur meine Vorträge, die wir dann entsprechend entweder verkaufen oder gratis rausgeben, sondern er filmt auch eben meinen Alltag, weil es ganz viele Menschen interessiert, wie ist denn eigentlich von dem der Alltag? Was passiert denn da so? Ja, und deswegen haben wir seit 5 Jahren festangestellte Filmer und Cutter und die sind bei uns auch wirklich stark beschäftigt. Das glaube ich, weil du bringst ja wirklich extrem viel Content raus. Jetzt hat einige Leute haben natürlich auch gefragt, wie wird man denn Filmemacher von Dirk Kräuter? Was muss man da an Voraussetzungen haben? Du musst im Bewerbungsprozess dich durchsetzen, was nicht so schwer ist. Und du musst loyal und verschwiegen sein. Und du musst bereit sein, mit mir durch die Gegend zu laufen. Das ist sehr spannend, weil du Leute kennenlernst, wie zum Beispiel so einen Rapper Kollega oder einen Bodo Schäfer. Weil du an coole Orte kommst. Also jetzt, dieses Jahr war mein Kameramann mit mir, ich glaube schon 10 Tage in Dubai, da haben wir eine Mastermind gehabt und da hat er mich begleitet. Wir waren in dem Fünf-Sterne-Resort, ein paar Tage in Tirol und so weiter. Also der hat schon ein cooles Leben mit mir. Wir haben immer schöne Autos, wir sind in schönen Hotels, wir haben spannende Gesprächspartner. Du musst bereit sein, das zu machen, aber das bedeutet auch, dass du manchmal um 10 Uhr auf dein Zimmer gehst und bis 4 Uhr irgendein verdammtes Video zusammenschneidest, was am nächsten Morgen um 9 Uhr dann endlich online gehen soll. Die Tage gibt es auch. Ja. Aber dafür, es gibt keinen, der näher an mich rankommt und also du kommst einfach in spannende Lebenssituationen rein. Das glaube ich, ja. Ja, cool. Ja, du, Und wir wie suchen. Sven, wir suchen. Das muss ich noch kurz sagen, wir suchen.
Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ey, wie geil, das möchte ich machen, wir suchen. Voraussetzung ist, du solltest schon mal gefilmt haben, du solltest schon mal geschnitten haben, vielleicht hast du sogar einen YouTube-Kanal, mehr nicht. Du kannst bei uns als Festangestellter arbeiten oder du kannst bei uns eine Ausbildung machen, beides geht unter den gesetzten Voraussetzungen. Das ist mega, Dirk, weil das ist genau die Kollegen und die Zielgruppe, die ich da habe. Und ich glaube, da wird sich hundertprozentig mindestens einer bei dir melden, wenn nicht sogar ganz, ganz viele. Weil Festeinstellungen, da klingeln alle die Ohren. Meistens ist es immer Projektarbeit. Und dann rennst du von einem Projekt zum anderen und suchst dir die nächsten Aufträge. Und ich glaube, jeder weiß, du bist super erfolgreich und wird sofort bei dir einsteigen wollen. Und gerade, ich meine, du hast es ja schon gesagt, du erlebst viel. Es ist Knochenjob und so. Aber das wissen die meisten, dass das ein Knochenjob ist. Und das machen auch die ganz Großen. Also ich habe auch schon mit ganz Großen Interview gehabt, die sind auch, die drehen den ganzen Tag und schneiden bis nachts um vier selber noch im Hotelzimmer, damit das Video, genau wie du sagst, nächsten Tag online geht. Und das ist einfach so, aber das weiß auch jeder, dass da viel Arbeit drin steckt, ja. Ja, cool. Welche Kameraausrüstung verwendet denn dein Kameramann, weißt du das? Hat er so einen riesen Okolyt dabei oder nur so eine Canon? Nee. Das ist ganz spannend. Das ist auch eine schöne Anekdote. Wir haben in Deutschland, weiß ich, dass die Kameraausstattung einen Wert hat von 35.000 Euro. Mhm. Also der hat alles, was der haben will, kriegt der, ja, so. Also er wünscht sich natürlich eine RED, aber die RED kriegt er nicht. Aber gut, ja. Also ansonsten kriegt er alles. Mhm. Das ist in Deutschland. Wenn ich hier in Dubai unterwegs bin, habe ich einen anderen Filmer. Das ist ein Selbstständiger, den ich immer nur dann stundenweise buche. Mhm. Und in Dubai musst du eine offizielle Permission haben. Du musst eine offizielle Erlaubnis haben, wenn du hier was filmen willst. Ja, also die Araber mögen das nicht, dass irgendwas gezeigt wird, was sie vorher nicht freigegeben haben. Ja. Und deswegen, mein Filmer, den ich hier habe, hat auch die komplette Kameraausrüstung. Der hat alles. Aber wir drehen 90% der Videos mit dem iPhone. 90% iPhone. Weil bei einem iPhone die Offiziellen nicht kommen und fragen, ob du eine Permission hast. Ja. Die lassen dich in Ruhe. Bei einem iPhone könnte es auch sein, dass wir einfach Touristen sind. Ja. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ja, alles, was wir in Dubai drehen, ist YouTube-Material, iPhone-Material. Mhm. Und was wir in Deutschland drehen, ist fast alles ordentliches Kamera-Equipment. Sehr cool. Das wäre auch meine nächste Frage, wenn du jetzt unterscheiden müsstest, was kommt besser an bei den Leuten? Ist das eher ein günstiges Video, also mit dem iPhone, oder ist das eher so ein hochwertiges, professionelles, nicht mit einer RED, aber mit einer High-End-Kamera, oder was hast du da für Erfahrungen gemacht? Schlussendlich wollen sie eine Kombination aus vor allen Dingen Content. Der Content muss gut sein, das muss wirklich unterhaltsam respektive informativ sein. Mhm. Zweitens Persönlichkeit, und damit ist auch Authentizität gemeint. Also ist es wirklich, ist das jetzt gefaked oder ist es wirklich? Das wollen die sehen. Und das Dritte ist, sie wollen eine richtig gute Qualität. Und bei der Qualität denken die meisten immer an Bild. Aber das, was bei uns viel häufiger im Fokus steht, ist der Ton. Mhm. Ton ist bei uns viel komplexer als das Bild. Wir haben Windgeräusche, wir haben Umgebungsgeräusche und so weiter. Das ist für meine Kameraleute viel anspruchsvoller, als gute Bilder zu machen. Ja, also eine hohe Qualität ist wichtig. Aber genauso wichtig ist Persönlichkeit und Content. Sehr cool. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Video und Film? Film hört sich für mich nach sehr stark geskriptet an. Also ich habe jetzt letztes Jahr eine Doku gemacht, die kommt auch jetzt ins Kino. Cool. 2. Juli-Woche haben wir eine Kinopremiere, ja. Also nicht ich habe die gemacht, sondern ein Profifilmer, der hat dann auch eine RED, klar. Das ist ein richtiger Film. Da gibt es eine Regisseurin, da gibt es eine Produktionsleiterin, da gibt es einen Kameraassistenten.
Da wird auf das Licht besonders geachtet. Da wird vorher gescoutet, welche Locations werden genommen. Da gibt es ein Skript vorher. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer für mich. Also Video ist für mich YouTube. Mhm. Und Film ist für mich Netflix und Kino und Fernsehen. Okay, cool, dankeschön. Deine Produktionslänge, wie lange gibst du denn deinen Filmemachern vor, wie lange sie Zeit haben zu produzieren? Also sagst du, okay, das muss ja nicht immer so schnell sein, dass du sagst, setz dich mal heute Nacht hin und mach mal Überstunden, sondern was gibst du den Leuten vor, wenn es gut werden soll? An Zeit, die sie haben zum Schneiden und Produzieren. Ich gebe nichts vor, sondern ich frage die. Ich frage die, bis wann haben wir das Ding online? Mhm. Wann ist es fertig? Und dann ist es ganz spannend, weil wir haben, wenn es ums Schneiden geht, haben wir auch noch einen externen, den wir dann nutzen. Mhm. Und wenn mir mein Filmer sagt, du pass auf, wenn du das Ding jetzt kurzfristig haben willst, kann ich das und das aber nicht machen. Und dann geben wir die beiden anderen an den externen und der cuttet die dann für uns. Also wir haben einen richtigen Redaktionsplan, da steht genau drin, wann muss welches Video wo erscheinen. Was bei uns aber noch wichtiger ist, wir nehmen nicht nur das einzelne Video auf, sondern aus dem Video müssen nachher noch 60 Sekunden Clips rausgeschnitten werden für Instagram. Mhm. Plus wir müssen auf jeden Fall noch parallel zu dem Video mit einem Smartphone im Hochformat IGTV-Material aufnehmen. Das heißt, das Video, was wir einmal aufnehmen, wird mehrfach verwendet. Sowohl bei YouTube als auch manchmal in Online-Kursen als bezahlten Content, mhm. als auch in 60-Sekunden-Clips bei Instagram, als auch in IGTV-Videos bei Instagram. Und diese IGTV-Videos bis maximal 10 Minuten Länge, die stellen wir in der Regel auch als Appetizer bei LinkedIn rein, manchmal bei Facebook, in Facebook-Gruppen rein. Also es ist deutlich komplexer und wir haben eine extrem hohe Zweitverwertung des eigentlichen Videos. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist natürlich, dass wir die Tonspur auskoppeln für eine Podcast-Folge. So, mhm. Also jetzt siehst du so die Komplexität. Es geht gar nicht darum, bis wann ist das geschnitten, sondern es geht darum, wie viele 60-Sekunden-Clips kriegen wir aus dem Video auch raus für Instagram. Also das ist, ich glaube, das hat sich komplett geändert. Vor 5 Jahren haben wir ganz anders gearbeitet als heute. Wenn du das jetzt vergleichst, Instagram, YouTube, Facebook, wo läuft da die Videos am besten? Sind das eher die kurzen Videos oder sind das eher die längeren Videos? Auf Instagram laufen natürlich die kurzen Sachen. Mhm. Die Leute scrollen durch und das sind die kurzen Sachen. Bei YouTube streben wir in der Regel mindestens 20 bis 25 Minuten Laufzeit an, mindestens. Wir haben auch mal Sachen mit 1 Stunde 15, 1 Stunde 30 hochgeladen. Das funktioniert auch. Aber normalerweise machen wir wirklich so 30 Minuten, also zwischen 20 und 40 Minuten Blöcke für YouTube. Und das wird dann auch geguckt. Also da kommen immer die längeren Sachen und bei Instagram, Facebook immer nur die kürzeren Sachen. Mhm. Aber hast du einen Vergleich schon mal gemacht? Also was besser läuft? Das ist extrem unterschiedlich, okay, vom Thema, von der Aufmachung, vom Thumbnail. Mhm. Wir haben manchmal ein Video, das läuft bei YouTube, wird es 10.000 Mal angeguckt, mhm, in einer Woche. Bei Instagram als IGTV-Video wird es 40.000 Mal geguckt in einer Woche. Und beim Podcast wird es um die 20.000 Mal gehört in einer Woche. Das ist so die Verteilung. Aber das kommt immer drauf an, wenn das YouTube-Video gehypt wird und ganz viele das Ding empfehlen, viele Kommentare, viele Daumen nach oben in ganz kurzer Zeit und das dann von YouTube auch vorgeschlagen wird oder vielleicht sogar in die YouTube-Deutschland-Trends reinrutscht,
dann ist kein Halten. Dann wächst das Ding natürlich unglaublich stark. Das ist sehr cool, Dirk. Danke dir. Also das ist wirklich viel Information, viel Content. Also mega, super. Inhaltlich für B2B-Kunden. Du machst das ja jetzt quasi für die breite Masse, um Aufmerksamkeit zu kriegen, würde ich jetzt mal so behaupten. Einfach nur, damit du immer präsent bist, damit die Leute am Ball bleiben, wie du sagst, die begleiten dich, damit sie deinen Alltag sehen, damit du Vertrauen aufbaust. Das ist ja die Basis quasi vom Verkaufen. Und jetzt für B2B-Kunden, würdest du da das Video inhaltlich anders machen oder würdest du das genauso machen? Ich würde das inhaltlich ein bisschen anders machen. B2B-Kunden sind in der Regel deutlich formeller. Mhm. Also da, wenn du jetzt Finanzdienstleister bist, dann machst du deine Videos nicht im weißen T-Shirt, sondern du machst sie natürlich im Anzug mit Krawatte. Und du duzt die Leute auch nicht, sondern du siehst sie an der Stelle. Also der Wurm muss immer dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und deswegen, egal was für ein lockerer Typ du normalerweise bist, du musst in deinen Videos deine Zielgruppe adressieren. Das ist extrem wichtig. Was dann aber durchaus gut kommt, ist, wenn du am Ende des Videos vielleicht dann noch 2, 3 Outtakes drin hast. Mhm. Die Outtakes machen dich dann wieder extrem sympathisch. Schlussendlich kaufen wir von Menschen, denen wir vertrauen, mhm, und von Menschen, die wir sympathisch finden. Also auch im B2B-Bereich ist die Grundregel, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und das bedeutet an der Stelle, du musst auf dem Business-Niveau bleiben, aber auch ein bisschen Persönlichkeit zeigen. Das kann also auch mal ein Vlog sein. Nicht so viel, ja. Auf 10 formelle Videos würde ich einen Vlog schneiden, wo man dich aber auch als Mensch sieht, wo man sieht, dass du im Anzug mit Krawatte noch schnell bei McDonald's im McDrive dir was holst und so, ja, weil das, ja, ist, das macht dich menschlich und dann sagst du, okay, guck mal, der hat die gleichen Bedürfnisse wie ich, der macht das auch mal so. Mhm. Ja, oder wie gesagt, die Outtakes, wo du Versprecher drin hast oder solche Sachen, das kommt dann nachher richtig gut. Das würde ich im B2B-Bereich beachten. Sehr cool, Dirk. Danke dir. Ich würde gerne zu den Fragen kommen, die Kollegen, ich habe vorher in die Community mal gefragt, ich habe Dirk Kräuter im Interview, habt ihr Fragen an Dirk? Und da würde ich gerne anfangen. Und zwar Walter Weber hat gefragt, wie würde Dirk Kräuter sich vermarkten und verkaufen, wenn er Filmemacher wäre? Filmemacher wäre. Das heißt, wir reden nicht über YouTube-Videos, sondern wir reden wirklich über Dokumentation, Spielfilm und so weiter. Sven, geht das in die Richtung? Ja, ich glaube, die Community Filmemacher und Film und Videos, und das vermischt sich immer sehr. Es gibt noch keine genaue Definition darüber. Und zwar, es geht um beides. Also zum Beispiel dein Kollege, der dich begleitet den ganzen Tag. Wie müsste der sich vermarkten, um bei dir landen zu können? Das ist, glaube ich, so inhaltlich die Frage, die er meint. Okay, ja, ja. Was beobachte ich, was ist mir wichtig, wenn ich Kunde bin? Mir ist wichtig Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Das heißt, ich muss die Sachen pünktlich kriegen, ich muss die vollständig kriegen, die Qualität ist gut. Für mich ist noch ganz wichtig, ich muss nicht sagen, wo die richtige Stelle ist zum Filmen, sondern ich sage meinen Filmern immer, du bist verantwortlich dafür, dass das Video nachher gut ist. Wenn das Video nicht gut ist, schimpfe ich mit dir. Also, wenn ich auf einem Sofa sitze und hinter mir ist ein Fenster und es ist total hell, das Außenlicht, und du müsstest gegen das Licht filmen, dann musst du mir sagen, Dirk, der Platz ist scheiße. Setz dich mal rechts hin, mhm, weil da habe ich nicht das Licht. Oder wir machen hier mal die Jalousien runter. Oder der Raum geht hier gar nicht, wir müssen woanders. Oder ihr müsst euch mal umsetzen oder so. Das erwarte ich von einem Filmer. Das ist wichtig, dass jeder, der Geld verdienen will mit dem Business, als allererstes mal klärt, was erwartet mein Kunde denn von mir? Mhm. So, und dann gibt es natürlich noch die Komponente, wenn ich mit dem viel Zeit verbringe, dann muss ich den auch ein Stück sympathisch finden. Dann darf der mich nicht zutexten, der darf aber auch nicht von seinem... Ja, ist das so? Ja, ist so, ja. Ey, es gibt Leute, die texten nicht zu.
Dann sagst du, oh Mann, ey, bin ich froh, wenn der weg ist. Ja? Oder was weiß ich, dann verbringst du mit dem auf engstem Raum ziemlich viel Zeit und dann lässt ihn sein Deo im Stich. Das sind so Kleinigkeiten. Oder du nimmst ihn mit zu echten Promis, zu Geschäftskunden und der läuft rum wie Lumpi. Ja, also es geht nicht. Der muss sich auch kleidungstechnisch anpassen an die Zielgruppe dann. So, also erstmal, was erwartet die Zielgruppe von einem Filmer? Und dann, wie komme ich da dran? Es war immer, immer, immer Empfehlungsmarketing. Bei Rednern sagt man, Bühne schafft Bühne. Das heißt Folgendes, je mehr du auf der Bühne stehst und Vorträge hältst, desto mehr Publikum sieht dich und desto mehr Menschen sagen, oh, der wäre auch was für uns, den spreche ich mal an, ob wir den nicht buchen können. Und jetzt lässt sich jetzt übertragen, nämlich Set schafft Set. Je mehr du an einem Set bist und Videos machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Sets bekommst, weil Menschen dich beobachten, sehen, dass du einen guten Job machst und dich dann ansprechen. Also, was würde ich machen als Filmemacher? Zumindest jetzt nicht bei den ersten zwei, drei Aufträgen, aber was würde ich machen? Ich würde dafür sorgen, dass ich sichtbar bin, dass ich ein Poloshirt anhabe, auf dem hinten drauf meine Werbung drauf ist, dass ich Visitenkarten dabei habe, dass auf meiner Kamera irgendwo mein Name drauf ist, mein Logo drauf ist, auf meinem Koffer ist mein Logo. Ich muss maximal professionell aussehen an der Stelle. Und ich muss dafür sorgen, dass die Leute mich so gut finden, dass andere mich ansprechen und sagen, hey, hast du Lust? Den Filmer, den ich hier in Dubai habe, den habe ich kennengelernt, weil ein Kollege von mir den zum Videodreh mitgebracht hat. Wir haben für seinen Kanal gedreht und ich fand den gut. Der hat gute Tipps gegeben, der hat Regieanweisungen gegeben, was mir sehr gefällt. Der hat gesagt, Dirk, das sieht scheiße aus, lass das mal. Hey Dirk, hast du kein anderes T-Shirt, das ist unvorteilhaft. Das fand ich super. Und danach war klar, als ich hier einen Filmer brauchte, dass ich den natürlich kontaktiere. Und mittlerweile habe ich den schon, glaube ich, viermal weiterempfohlen. Ja, sehr cool, weil der ehrlich ist und sagt dir auch sofort, das ist gut, das ist nicht gut. Und der auch, weil der steht hinter der Kamera und sieht das Bild, wie es hinterher aussieht. Ja, sehr cool. Doch. Also das finde ich auch so zusammenfassend, du musst halt ehrlich sein, du musst authentisch sein, du musst Erfahrung haben und du musst präsent sein. So würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen, was du jetzt so von dem Filmemacher erwartest. Ja, sehr cool. Dann würde ich zur nächsten Frage vom Arthur kommen. Und Arthur meint, welche Trends gibt es in der Filmemacherbranche oder was siehst du für Trends, die da eventuell kommen, wo ja die Reise hingeht für die Filmemacherbranche? Also erstmal rosige Zeiten. Das hört, glaube ich, jeder gerne, aber rosigste Zeiten. Weil die Handyzeit immer weiter steigt, weil TV immer weiter verliert, werden Hinz und Kunz Bedarf haben an Bewegtbild und zwar an professionellem Bewegtbild. Und gerade Unternehmen werden immer mehr sehen, dass statische Dinge wie Kataloge und Broschüren nicht mehr reichen. Es wird einen extremen Bedarf geben an Bewegtbild. Also den Trend, den ich sehe, ist, jedes Unternehmen, alle, die halbwegs in die Sichtbarkeit wollen, brauchen einen Profifilmer an der Seite. Die werden am Anfang nicht das Geld haben. Also sie haben es schon, aber sie sehen nicht die Notwendigkeit. Genau. Sie werden auch erstmal selber probieren. Sie werden auch billige nehmen. Aber ich kann jedem nur sagen, wenn er eine gute Qualität hat, ist nicht schlimm. Lass den ein, zwei, dreimal ins Klo greifen und danach ist er bereit, dich zu bezahlen und wird deine Qualität wertschätzen. Also da nicht unruhig werden, einfach denken und sagen, alles klar, der ist noch ganz unerfahren, lass ihn doch mal mit dem arbeiten und in zwei Wochen sprechen wir wieder. Sehr cool. Dann weiß er, was er da bekommen hat. Ja.
Das ist sehr cool. Wie würde ich denn jetzt jemanden überzeugen, der ist jetzt mittelständiger Unternehmer, der hat sowieso Stress, keine Zeit, kennen wir ja alle, dass ich sage, hör mal zu, wenn du nicht weißt, wie wichtig ein Video ist, wie müsste ich dem das erklären, dass der versteht, wie wichtig eigentlich dieses Thema Video für seine Zukunft auch ist und was ihm das eigentlich auch an Zeit erspart hinterher? Ja, nicht erklären, sondern beweisen. Und das Beweisen machst du, indem du die sogenannte Zeugenumlastung machst. Im Verkauf heißt das Zeugenumlastung, überzeugen, überzeugen. Das heißt, finde vergleichbare Unternehmen, vergleichbare Branchen, wo das Thema Video sehr erfolgreich umgesetzt wird, die dadurch messbare Ergebnisse haben, und zwar positive Ergebnisse. Und das nimmst du und das zeigst du deinem Kunden. Mehr musst du nicht machen. Du musst nur hingehen und sagen, okay, aus Ihrer Branche habe ich hier drei Beispiele von einem Unternehmen, was größer ist als Sie, genauso groß ist und kleiner ist, und deren Ergebnisse. Und aus einer vergleichbaren Branche habe ich drei Unternehmen und hier sind die Ergebnisse. So, das ist alles. Also wenn du zu mir kommst und sagen würdest, hey Dirk, Tony Robbins hat mittlerweile 5 Kameraleute um sich rum, die das für ihn alles machen. Dirk, hast du Lust, dass wir das auch machen? Würde ich dir zuhören. Ja. Weil wenn Tony Robbins das macht, dann muss da was dran sein, weil der ist der Weltmarktführer im Speaking-Bereich, und dann würde ich mich an dem orientieren, natürlich. Das ist der Tipp. Nicht so viel argumentieren, nicht so viel, ich zeig dir mal, sondern einfach nur Zahlen, Daten, Fakten von anderen Branchen, anderen Unternehmen, wie haben die das gemacht? Sehr cool. Sehr cool. Arthur fragt auch noch, ob du irgendwann mal einen Gesprächsleitfaden oder einen groben Ablauf fürs Verkaufsgespräch rausbringst. Ich glaube, du hast schon mal sowas gemacht. Du hast, glaube ich, einen Videokurs, den du anbietest, wo du das auch nochmal als Checkliste, glaube ich, auch noch hast, oder? Wenn ich mich nicht irre, oder? Auf dirkreuter.com. Ja, also es gibt diverse Online-Kurse, ja, aber wir kommen im Laufe des Jahres auch mit 2 ganz konkreten Leitfäden auf Papier. Sehr cool. Gibt es auch. Das sind dann so Mustergesprächsleitfäden. Kommt jetzt im Laufe des Jahres 2019. Wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Paul Jacek fragt, ich habe des Öfteren Gespräche mit Selbstständigen, die eine schlechte Webseite haben und keine Videos. Meist wollen sie nicht wirklich von uns, eins von uns, und sie verstehen den Nutzen nicht, also quasi das, was wir gerade besprochen hatten, und in der Vergangenheit lief es ja auch ganz gut. Wie überzeuge ich die? Also quasi, ich sehe, auf der Webseite ist schon gar kein Video, also es geht nicht um die Social Media Präsenz, sondern einfach dieses Webseitenvideo. Du hast auf deiner Webseite, glaube ich, auch sofort ein Video, wo man reingezogen wird, wo man sofort kurz erfährt, um was es geht. Wie überzeuge ich denn jemanden, also wahrscheinlich genauso mit der gleichen Technik, schau mal hier, der macht das so, der macht das so, der macht das so, aber das Problem ist, ich kann ja nicht den Website-Traffic quasi bei dem Kollegen messen, sondern wie mache ich das, dass ich den davon überzeuge? Okay, du kannst unterschiedliche Gattungen von Zeugen nehmen. Ich würde zum Beispiel damit anfangen, die Papstwahl, die letzte Papstwahl, Papst Franziskus, und davor war ja hier unser Deutscher und davor war ja Johannes Paul II. So, wie war die Papstwahl, als der Papst am Petersplatz auf den Balkon gegangen ist, bei Johannes Paul II.? Gibt es ein Foto? Die Menschen stehen auf dem Platz und jubeln ihrem Papst zu. Und dann gibt es die Papstwahl von dem Franziskus. Die Menschen stehen auf dem Platz und halten alle ihr Smartphone hoch. Alle. Alle. Das ist unfassbar. Du siehst nur Tausende von Smartphones. Und da liegen nur ein paar Jahre zwischen. Und jetzt nimmst du die beiden Bilder und sagst, das war 2000x und das ist heute. Heute hat jeder ein Smartphone. Jetzt gehst du hin und zeigst mal eine Statistik. Wie viel Zeit verbringen die Leute mit dem Smartphone pro Tag und wie viel Zeit verbringen sie mit TV?
Und das ist zum Beispiel bei den Menschen unter 40, verbringen viel mehr Zeit mit dem Smartphone als mit dem Fernseher. Also du gehst hin, du zeigst die Bilder von der Papstwahl, du zeigst die Statistiken, wie entwickelt sich das. Und dann zeigst du einfach auch nochmal Umsätze von Unternehmen, die mit Bewegtbild arbeiten und die ohne arbeiten. Du kannst auch eine Prognose von Facebook. Facebook hat ja die Prognose, dass 2020 85% des Contents auf Facebook Bewegtbild sein wird. Ja, und das ist schon lange. Du noch so eine offizielle, und jetzt, so, und jetzt, wenn du jetzt hingehst und du nimmst all diese Beispiele und der sagt, wir brauchen es nicht, es ging ja bisher auch, dann sagst du, jetzt gucken Sie sich doch das bitte an. Ja, also normalerweise überzeugt das. Ja, sehr cool, Dirk. Danke dir. Es gibt noch die Steigerung, du bietest ihm an, dass er mit deinen Kunden telefoniert. Du gibst ihm 3 Telefonnummern und Namen und sagst, hier, die wissen alle, dass sie anrufen, rufen sie die an, ich kann ihnen viel erzählen, sprechen sie mit meinen Kunden. Bei denen war es auch so, die waren komplett offline am Anfang, jetzt sind sie online und was hat das gebracht? Sprechen sie mit meinen Kunden, ist auch noch eine Variante. Ja, sehr cool, ja. Dazu muss man natürlich erstmal diese Kunden haben, genau in dem Bereich, die gleichen Interessen haben. Aber das ist, glaube ich, wenn man das länger macht, das macht schon Sinn. Ja, coole Idee, da würde ich nicht drauf kommen, dass ich einfach sage, ja, hör mal zu, du kannst ja auch den anrufen. Also das ist authentischer, geht's ja gar nicht. Also das ist ja wirklich so. Dilnas hat noch eine Frage. Ich habe manchmal Kunden hier bei mir, die die Preisvorstellungen aus meiner Internetseite von Amateuren haben, die das Geschäft kaputt machen und deswegen nicht bereit sind, mehr zu zahlen. Wie kann ich dem Kunden das erklären, Ferrari mit Opel voneinander zu unterscheiden? Ja, das ist der Job des Verkäufers. Also es reicht nicht, nur eine gute Qualität abzuliefern. Das meinen immer alle. In Deutschland meinen immer alle, ja, ich muss nur eine gute Qualität abliefern. Die Qualität setzt sich langfristig durch. Nein, es gibt auch genügend Produkte und Dienstleistungen, die untergegangen sind, obwohl die Qualität super war, weil sie nicht in der Lage waren, das richtig zu kommunizieren. Also die Empfehlung ist, lerne verkaufen. Also egal, was du machst, wenn du mit deinem Job Geld verdienen willst, dann lerne verkaufen. Die Techniken, also die Haupttechnik, die du hier einsetzt, wenn der Kunde kommt und sagt, ich habe hier gesehen 500 Euro und du willst aber 5000 haben, du bist viel zu teuer. Die Haupttechnik dafür ist geistige Brandstiftung. Das ist eine Verkaufstechnik, wo du deine Vorteile rausarbeitest und die ins Verhältnis setzt zu den Nachteilen des günstigen Anbieters. Funktioniert extrem gut, sprengt komplett den Rahmen, den wir hier haben. Aber meine Empfehlung ist, wenn du dich nur halbwegs mit dem Thema beschäftigen willst, dann komm zu meiner Vertriebsoffensive. Das ist ein Wochenendseminar. Das kostet 99 Euro im Angebotspreis. Und es gibt 2 Tage vom allerfeinsten Content. Und danach weißt du, wie du mit solchen Kunden umgehen musst. Danach weißt du, wie du die Zeugenumlastung machst. Danach verkaufst du garantiert mehr. Versprochen. Sehr cool. Also ich habe auch schon ein Ticket gebucht, Dirk. Wir sehen uns dann wahrscheinlich vielleicht eventuell auch, weil ich komme mit dem Kollegen Walter auch dann zu dir. Und ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Also bin ich wirklich ganz heiß drauf, wie das dann, dich mal auf der Bühne zu sehen und präsent mit den ganzen Kameras dabei und so. Und vorhin, du hast ja auch geteasert, dass ja die Vertriebsoffensive ja neu ist. Dass du quasi neu strukturiert hast, ein Update hast und dass es anders organisiert ist. Quasi wirst du wahrscheinlich auch auf die Kundenwünsche eingegangen sein, wo die dann gesagt haben, das ist nicht gut, das ist gut und so macht man es ja eigentlich. ja, genau. Sehr so cool. Ist es. Wir sind eigentlich am Ende. Ich würde zum Schluss gerne noch so eine Schnellfragerunde machen, wo du einfach ganz kurz antwortest. Bist du bereit? Ja, los geht's. Also, deine 3 besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ja, jetzt ohne Quatsch, das ist wirklich so. Ist es die richtige Location? Sind alle gebrieft? Habe ich das komplette Equipment dabei? Habe ich das Set vorher aufgebaut? Habe ich alle Informationen?
Wie oft passiert irgendwie, oh, das habe ich vergessen, oh, das Teil fehlt jetzt, oh, das können wir jetzt nicht machen, oh, nee. Also, die drei wichtigsten sind Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Sehr cool, ja, das stimmt, das ist wirklich so, ja, immer vorbereitet sein. Wenn du deine Kamera, also wenn du eine Kamera selber bauen würdest, was würdest du dir da gerne vorstellen, was du gerne hättest? Leicht und einfach zu bedienen. Dein Lieblingsbuch ist? Oh, ich habe ganz viele Lieblingsbücher. Ein ganz altes Buch, 115 Jahre alt. Ich kenne nur den englischen Titel. As a Man Thinketh. Wie wir denken könnten, glaube ich. Es ist ein ganz dünnes Buch, 44 Content-Seiten nur, von einem Engländer geschrieben, wie gesagt, vor 115 Jahren. Da geht es rein um Mindset, ist ein Augenöffner. Also das kannst du, wenn du durch bist, kannst du vorne wieder anfangen. Das ist ein sehr geiles Ding. Sehr cool. Dein Lieblingszitat ist? Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, und all die anderen. In 5 Jahren werden Videos? In 5 Jahren werden Videos uns emotional noch stärker berühren. Dein Vorbild ist? Lance Armstrong. Sehr cool. Danke, Dirk. Also, tausend. Ich war früher Leistungssportler und ja. Sehr cool. Ja, ich glaube, Radfahren und Skifahren, ich glaube, du machst da einiges noch, oder? Also du bist da immer noch, also nicht warst, sondern du bist ja immer noch sehr sportlich, oder? Ja, was heißt noch? Ich bin selber sehr sportlich. Ja, ja. Ja, Entschuldigung. Du weißt, wie ich das meine, ja. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite ist dirkkreuter.com und das funktioniert alles über Laura, wenn man mehr von dir wissen möchte, glaube ich, oder? Ja, aber ich bin im Social Media nicht zu übersehen. Es gibt einen YouTube-Kanal mit 650 Videos, es gibt einen Podcast mit 350 Folgen. Instagram, Facebook, also es gibt nichts, wo wir nicht unterwegs sind. Also wenn jemand über mich irgendwie was herausfinden will, dann googelt er mich und dann findet er Tonnen von Zeug. Das ist sehr cool, ja. Und ich wollte nur noch mal kurz sagen, Dirk, du hast ja, glaube ich, vor 3 Jahren mit dem Online-Marketing richtig angefangen, hast gleich voll aufgedreht mit dem Raoul und hast voll Gas gegeben. Und das finde ich mega cool, dass du sofort präsent bist. Es kennt dich eigentlich jeder, der dich kennen muss. Es gab auch Filmemacher-Kollegen, die kannten dich nicht. Die waren auch so ein bisschen pikiert und haben gesagt, ja, den kenne ich gar nicht. Wer ist denn das überhaupt? Da habe ich gesagt, ja, den müsst ihr auf jeden Fall unbedingt kennenlernen, weil ich finde, es ist immer so ein böses Thema Verkaufen. Und gerade bei Filmemachern lerne ich das immer wieder, dass die keine Ahnung haben von Verkaufen. Die sagen, ja, aber ich mache doch ein geiles Video. Der Kunde sieht doch, was ich mache. Wo ich mir denke, nein, dem Kunden ist das scheißegal, was du machst, weil der Kunde will einfach seinen Vorteil und seinen Nutzen davon haben. Also deswegen, vielen, vielen Dank und auch wegen dem Podcast, Dirk, wollte ich dir nochmal persönlich Danke sagen. Meine Podcast-Sachen haben nur angefangen wegen dir, weil du damals gesagt hast, auch von einem Kollegen gehört hast, mach Podcast, das bringt was und es bringt extrem viel. Du hast vorhin die Zahl 20.000 genannt. Erschreckenderweise hatte ich das auch schon, wo ich mir denke, krass, das ist ja eigentlich nur zum Anhören. Also es ist wirklich erstaunlich, wie Podcast nach vorne geht. Ja, ja, cool. Hast du noch was zu ergänzen? Weil ich habe sonst Fragen. Und dann und das Spannende ist ja, diese Reichweite. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema Podcast. Bei einem YouTube-Video haben die Menschen oft noch ein anderes Fenster offen oder sie sind abgelenkt, was auch immer. Bei einem Podcast bist du mit deiner Stimme 2 Zentimeter vom Gehirn deines Kunden entfernt. Dein Kunde nimmt dich viel stärker wahr als mit allen anderen Medien. Deswegen Podcast. Und wenn ich eine Schlussbemerkung habe, nehme ich nochmal dieses böse Wort Verkaufen und tauschen wir den Begriff Verkaufen mal gegen ein anderes Wort. Zum Beispiel überzeugen. Also, andere Menschen überzeugen, etwas zu tun oder zu lassen. Überzeugen. Und dann habe ich ganz viele Menschen, die sagen, ja, überzeugen,
Das kann ich gut, ja. Ich bin jemand, der kann gut andere Leute überzeugen. Okay, prima. Oder motivieren. Motivieren, etwas zu tun oder zu lassen. Ja, ich kann andere Leute gut motivieren. Ich lasse mich auch gerne motivieren. Ja, also motivieren, das kann ich gut. Okay. Das sind nur zwei andere Wörter für das Gleiche, nämlich verkaufen. Verkaufen ist nichts anderes als andere Menschen überzeugen, andere Menschen motivieren, etwas zu tun. Es ist kein böses Wort. Es ist, jeder tut es. Du bist Single, willst eine Frau kennenlernen? Du musst dich verkaufen. Du bist Vater und du willst, dass deine Kinder, deine pubertierenden Kinder nicht rauchen, keinen Alkohol trinken und pünktlich zu Hause sind? Du musst es ihnen verkaufen. Du bist Arbeitnehmer und du willst einen besseren Job haben? Du stellst dich irgendwo vor, du musst dich verkaufen als den neuen Arbeitnehmer. Du bist selbstständig, du willst mehr Geld machen, du willst mehr Aufträge haben. Du sagst, deine Qualität ist besser als die der anderen Filmemacher, dann lerne verdammt nochmal zielgerichtet zu kommunizieren. Und das ist nichts anderes als verkaufen. Jeder, der sagt, ich habe zu wenig Kunden, meine Kunden zahlen zu wenig Geld, ich mache zu wenig Umsatz, ich kann mir die Rent nicht leisten, dann liegt es daran, dass du nicht richtig verkaufst. Lerne verkaufen und du hast die Probleme nicht mehr. Mein Schlusswort. Sehr cool. Ich danke dir, Dirk, tausendmal. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Abo, Like, ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann freue ich mich. Und Dirk, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon mega, dich persönlich mal zu sehen auf der Vertriebsoffensive 2019. Und ja, cool. Dankeschön. Sven, danke für die Einladung.